Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wagner on Air. Heute ist der Ring in Minden unser Thema und ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Winkler, die Vorsitzende des Richard-Wagner-Verband Minden, sich heute die Zeit für ein Interview genommen hat. Herzlich willkommen, Frau Winkler. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass mir die Gelegenheit gegeben wird, einmal im Podcast des Richard-Wagner-Verbandes Hannover über unseren Ring in Minden erzählen zu dürfen. Fangen wir am besten bei Null an. Sie blicken auf eine langjährige Geschichte Ihrer Opernprojekte hier mit dem Richard-Wagner-Verband Minden zurück. 2002 fing es an mit dem Fliegenden Holländer, dann kamen Lohengrin und Tristan und Tannhäuser haben Sie, glaube ich, auch gemacht. Der Ring ist natürlich, weil es vier Teile sind, aber weil es eben natürlich auch das Opus Maximum Richard Wagners ist, eine ganz besondere Herausforderung. Wann haben Sie den Gedanken gehabt, dass Sie auch den Ring hier in Minden machen wollen? Nachdem wir also die von Ihnen beschriebenen Opern aufgeführt haben, ist mir immer wieder angetragen worden, wie geht es weiter? Sonst hatten wir aber immer 3 Jahre zum Überlegen, wie es weitergeht, aber wir hatten eigentlich alle Opern gespielt, die möglich sind in unserem kleinen Theater in Minden. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, eigentlich ist jetzt der Ring dran. Da wäre ich fast in Ohnmacht gefallen, weil ich gedacht habe, der Ring in Minden, das ist unmöglich. Zumal Herr Beermann, der Dirigent, gleich gesagt hat, wenn wir den Ring machen, dann jedes Jahr eine Oper und zum Schluss alle Opern zusammen auf einmal. Gut, wir haben uns tief in die Augen geschaut und gesagt, wir machen es. Und wir haben dann immer von Oper zu Oper uns das Geld zusammengespart. Unsere Opern sind ja frei finanziert, wir bekommen keine staatliche Unterstützung, sodass es alles aus Spendengeldern und Eintrittskarten finanziert wird. Und vorher hatten wir ja, wie gesagt, 3 Jahre zu sparen, jetzt haben wir nur immer 1 Jahr zu sparen und freuen uns jedes Mal, wenn wir es geschafft haben und den nächsten Teil des Ringes angehen können. Wir stehen jetzt vor Siegfried und müssen noch etwas zusammen erbetteln, aber wie Sie vielleicht auch wissen, die Künstler müssen schon verpflichtet werden bis zum Jahr 2019. Und das Schlimme ist, dass wir schon fast Verträge eingehen, obwohl wir noch gar nicht das Geld haben. Wäre natürlich ein Vorwurf, aber wir haben sehr liebe Sponsoren, die schon gesagt haben, wir helfen ihnen und das müssen wir jetzt zu Ende führen. Sodass wir also guten Mutes sind für Siegfried, Götterdämmerung und den ganzen Ring 2019. Der Blick auf die Besetzungsliste zeigt, dass Sie ja keineswegs mit namenlosen Vertretern Ihres Faches hier zusammenarbeiten, sondern die Solisten für die großen Partien sind Sängerinnen und Sänger, die das in der Regel auch an relativ großen Bühnen, Leipzig oder auch Dresden oder auch Essen, Düsseldorf und so weiter, an der Met tun. Ja. Wie gelingt es Ihnen oder Ihrem Team, diese Sängerinnen und Sänger zu verpflichten, nach Minden zu kommen? Wir haben uns inzwischen einen guten Ruf erarbeitet. Ich glaube, die Sänger sind sehr angetan von der Arbeitsatmosphäre in Minden. Wir haben ja 6 Wochen Zeit zu proben, im schönen Minden, landschaftlich entzückend. Manche kommen im Wohnwagen und manche kommen mit der ganzen Familie. Und wir haben vor allen Dingen auch dem Regisseur zu verdanken, dass er sehr in die Tiefe geht bezüglich des Ringes. Und es gibt viele Sänger, die sagen, so haben sie den Ring noch nie verstanden und freuen sich, dass sie hier die Rolle erarbeiten können. Ich bin natürlich Herrn Beermann sehr dankbar, dass er immer schon mal guckt, wenn er dirigiert auf der ganzen Welt, wer für uns in Frage kommt. Und die Sänger, man muss es ja sagen, bekommen kein großes Honorar hier. Aber sie sind, glaube ich, angetan von der Begeisterung, die in Minden herrscht, bezüglich der Aufführung der Wagner-Opern. Sie haben schon eben die Größe des Mindener Theaters angesprochen.
Die erste Frage, die einem durch den Kopf schießt, oder mir zumindest durch den Kopf schießt, wenn man daran denkt, Wagners Werke und das Stadttheater Minden ist, wie funktioniert das überhaupt? Es gibt keinen Orchestergraben. Alle, die jetzt den Ring oder auch die vorherigen Produktionen gesehen haben, wissen, wie es funktioniert. Das Orchester sitzt hinten auf der Bühne. Vorne auf der Bühne bleibt relativ wenig Raum als Spielfläche. Gab es irgendwann mal Probleme oder vielleicht auch damit verbundenen Zweifel, ob das wirklich eine gute Idee ist, in diesem relativ kleinen Rahmen sich dieser großen Werke anzunehmen? Ja, da komme ich dann auf 2002 zurück. Da wurde der Richard-Wagner-Verband 90 Jahre und ich war Vorsitzende und hatte mir gedacht, wir müssen etwas Dolles machen in Minden. Und wir hatten lange keine Opern und Wagner-Opern mehr in Minden. Früher, in den 50er Jahren, war das durchaus üblich, dass Bielefeld oder Detmold mit Lohengrin und Tristan und Isolde kommt, aber das war lange nicht mehr. Und da fügte sich eben, dass Herr Intendant Kunze von der Nordwestdeutschen Philharmonie und Herr Beermann, wir trafen zusammen und haben gesagt, ist es möglich, dass wir überhaupt mal eine Wagner-Oper machen? Fangen wir an mit dem Fliegenden Holländer. Und dann hat Herr Beermann gleich von Anfang an gesagt, also in diesen kleinen Orchestergraben gehe ich nicht mit einem Wagner-Orchester, sondern es muss dann eben auf die Bühne und es sind 6 Meter zu spielen. Herr Heinz, unser derzeitiger Regisseur, nennt es eine Nudelrolle und so ist es auch. Aber und natürlich haben wir immer Bedenken gehabt, besonders wenn der Chor hinten noch steht, wie wir das alles zusammen verarbeiten. Aber es hat sich gezeigt, dass das gerade der Vorteil der Minder Aufführungen sind, ist, dass die Sänger sehr nah am Publikum sind. Sie sind textverständlich, wir brauchen keine Überlauftitel. Und dass die Geschichte, die ja auch in der Oper erzählt wird, ist so wirksam und wirklichkeitsnah und so überhaupt nah, dass die Menschen richtig ergriffen sind von der Story. Und sehen auch in die Gefühle in den Gesichtern der Sänger. Und das macht den Spaß aus und die Freude. Und wenn sie dann in der ersten Reihe sitzen und gucken Daland in die Zähne und sehen die Goldkronen, das ist ein kleiner Nebeneffekt. Aber wer hat den Wotan so nahe, dass er auch mal merkt, was der eigentlich singt und nicht, was er sich in den Bart brabbelt sozusagen. Und das ist unser großer Vorteil. Die Nähe. Und die Direktheit, mit der man die Gefühle erspüren kann, einer Oper. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe vom Ring bislang nur das Rheingold gesehen, aber das ist, war auf jeden Fall eine sehr intensive Erfahrung, weil ich kann mich an keine andere Rheingold-Aufführung davor erinnern, wo ich wirklich jedes Wort vom Text so genau verstanden habe. Nichtsdestotrotz, für die Sänger ist es ja eine eher ungewohnte Situation. Normalerweise stehen sie auf der Bühne und das Orchester spielt unten und sie haben immer oder müssen immer mit dem Gefühl singen, darüber hinwegzukommen. Jetzt stehen sie vor dem Orchester. Es gibt diesen durchsichtigen Vorhang. Gab es mal von den Sängern Rückmeldungen zu der Frage, wie das eigentlich verglichen mit einer in Anführungszeichen normalen Aufführung akustisch ist? Ist es leichter so zu singen oder ist es komplizierter für sie? Also von der Akustik ist es sicherlich viel leichter zu singen. Sie sind ja direkt, singen Sie ja in den Theaterraum rein. Wir haben 550 Plätze, Sie können sich vorstellen, wie klein das Theater ist. Schwierig ist es natürlich mit der Übertragung. Sie sehen ja den Dirigenten nicht und der Dirigent sieht Sie auch nicht. Wir haben also Monitore aufgestellt, auf die Sänger angewiesen sind, dass sie ihre Einsätze bekommen. Aber ich habe noch nicht einen gehört, der sich beschwert hätte und gesagt hätte, da singe ich nicht, das schaffe ich nicht. Das ist noch nicht vorgekommen. Sie sind eigentlich begeistert, dass sie nicht so laut singen müssen, so brüllen müssen. Also die großen Brüller können wir gar nicht engagieren, das ist dann zu laut fürs Theater. Jetzt stehen wir in diesem Jahr oder stehen Sie in diesem Jahr kurz vor Siegfried. Nächstes Jahr kommt die Götterdämmerung. 2019 dann die große Herausforderung, den ganzen Zyklus zu stemmen. Wie viele Zyklen in 2019 planen Sie denn? Wir planen 2 Zyklen und die große Herausforderung ist fürs Orchester, das fast 60 Probentage benötigt, um das alles auf einmal zu erarbeiten nochmal. Und wir können auch nur so spielen,
Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, weil allein auch die Bühnenmaschinerie, das sind 5 Leute, die das alles bewältigen. Neulich hat einer gesagt, woanders sind 125 Leute und bewältigen nichts, aber die Minder machen das mit großer Freude und haben aber auch gesagt, also die Bühnen, die Aufbauarbeiten, für die Aufbauarbeiten benötigen sie schon 2 Tage jeweils. Und da wir ja auch immer dieselben Sänger nehmen aus den verschiedenen Opern, also der Wotan ist immer derselbe, muss der sich ja auch erholen und kann nicht hintereinander singen. Stichwort Besetzung. Können Sie denn jetzt schon sagen, dass die Rheingold-Besetzung zum Beispiel, die 2015 das Premierenjahr bestritten hat, denn auch genauso in 2019 dabei sein wird und das gleiche für die Wahlchöre? Sind ja ein paar Jahre dazwischen, 3 bis 4 Jahre. Haben Sie mit den Sängerinnen und Sängern schon so weit gesprochen, dass die Besetzungen wirklich so erhalten bleiben können oder wird es noch Veränderungen geben? Also wir sind noch nicht so weit. Wir haben gerade erst beschlossen, dass wir 2019 den Ring überhaupt machen können, auch von allen technischen Problemen, und sind jetzt gerade dabei, mit den Sängern darüber zu reden, dass wir sie gerne dafür auch haben möchten. Ich glaube, die meisten kommen gerne wieder und vielleicht ein paar haben sicherlich Terminprobleme und können nicht kommen, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, wissen sie, dass wir 2019 den Ring ganz machen wollen. Ihre sämtlichen Wagner-Opernprojekte, aber der Ring insbesondere, hat ein ganz großes, vollauf begeistertes und absolut überregionales Medienecho ausgelöst. Das heißt, auch viele Menschen, die weit weg von Minden wohnen, wissen oder haben ein Bewusstsein dafür, dass hier etwas ganz Besonderes an Wagner-Aufführungen passiert. Woher kamen denn bislang die weitesten Gäste, die nach Minden gekommen sind, um sich hier Wagner anzusehen und zu hören? Also der Wagner-Verband Paris ist mit dem Bus gekommen. Zurzeit werden wir angefragt aus Australien und England. Die wollen jetzt schon reservieren den ganzen Ring, und sonst natürlich aus Deutschland, München und Oberammergau und Flensburg und von Flensburg bis Oberammergau. Nein, also es hat sich rumgesprochen, und wir sind ja schon beim Holländer von begutachtet worden, von Frau Böning, der Chefrezensentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und das hat natürlich auch großes Medieninteresse hervorgerufen. Denn ich meine, wer ist mal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit einer halben Seite mit seiner Oper? Und dafür waren wir ja auch immer dankbar. Aber sie ist auch wirklich begeistert. Also sie findet, dass die Opern gut hier dargestellt werden. Und ich muss mal dazu sagen, mir ging es eigentlich gar nicht so sehr um den Ruhm und auch das Medieninteresse zu Anfang. Ich wollte eigentlich nur der Bevölkerung mal zeigen, wie schön eine Wagner-Oper ist. Mir geht es auch nicht darum, irgendetwas werkgetreu aufzuführen. Natürlich darf ich den Regisseur bestimmen, und ich werde ihm immer sagen, wir möchten keine Nazis und keine Nackten, aber alles andere muss er selbst bestellen. Aber uns geht es darum, einfach hier in Ostwestfalen mal darzustellen, ja, was Wagner bedeuten kann. Und dann kann man ja die Bevölkerung in die weite Welt entlassen und zu jedem Regietheater schicken. Aber einmal sollten sie wissen, wie die Story ist. Der Ring ist, oder anders gefragt, soll der Ring der Abschluss Ihrer Reihe der Wagner-Projekte werden? Sie haben vorhin erzählt, dass Sie bislang immer ein paar Jahre Pause zwischen Ihren Projekten hatten. Also nach 2019 haben Sie sich denn nach einem Dauerlauf von 2015 sicherlich auch erstmal ein paar Jahre Verschnaufpause verdient. Aber wenn wir jetzt mal nur in Anführungszeichen auf die 10 Werke gucken, die in Bayreuth auf- und abgespielt werden, dann fehlen in Ihrer Reihe in Minden ja noch die Meistersinger und Parsifal.
Es muss ja noch gar nicht konkret sein, aber könnten Sie sich vorstellen, noch irgendwann mal in diese Richtung weiterzumachen? Oder sagen Sie, jetzt haben wir den Ring geschafft und wenn wir das geschafft haben, ist gut und mehr und besser können wir nicht werden? Also das haben wir ja jedes Mal gesagt und gesagt, hier ist Schluss. Und dann sind wir durch die Straßen gegangen und dann haben die Leute mir gesagt, wann kommt die nächste Wagner-Oper? Und zwar eben von Leuten aus Geschäften und dem Schuhmacher und der Friseurin, und so dass man dann immer gesagt hat, ja, also dann müssen wir wieder weitermachen. Also ich glaube, die Leute halten mich verrückt, wenn ich jetzt schon öffentlich erzähle, dass wir weitermachen. Wir sind bescheiden und denken erstmal an den Ring. Und dann muss ich auch nur mal noch Vorsitzende bleiben oder die anderen, meine Nachfolgerin muss es dann auch weitermachen wollen. Also ich glaube, ich sage dazu erstmal nichts, sonst kommt, nein, das weiß ich nicht. Natürlich würden wir der Parsival, den können wir ja mit der linken Backe sozusagen ab aufführen. Das ist ja dann nicht mehr schlimm, wenn man mal den Ring geschafft hat. Aber und bei den Meistersingern glaube ich, das sprengt die Größe des Theaters. Also das schaffen wir nicht. Aber dazu will ich gar nichts sagen. Es ist aber interessant, wenn Generalprobe ist und ich denke so, jetzt fängt erst richtig dass die Oper an und wir freuen uns, dann sagt meistens schon der Regisseur, ach, und was wird als nächstes gespielt? Weil die dann mit der Generalprobe schließen die Regisseure ab und gehen nach Hause und sagen so, jetzt das nächste Projekt. Hat mich immer sehr erstaunt, weil schon damals Keith Warner beim Tannhäuser sagte, also irgendwie muss hier auch noch der Parsival gespielt werden. Und naja, wir denken natürlich nicht in den Dimensionen, wie Regisseure und Sänger denken, sondern immer nur von einem zum anderen und wie wir es uns finanziell leisten können. Bleiben wir also gespannt auf das, was die Zukunft bringt. Freuen uns in diesem Jahr erstmal auf den Siegfried und ich danke Ihnen noch einmal sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Vielen Dank. Nur zu gerne. Ich danke auch und lade alle ein, zum Siegfried nach Minden zu kommen im September 2017.